Hey Leute, ich bin der Ned, willkommen bei Ned's Play. Heute ist Xbox Launch Day, besser gesagt Xbox Series X oder S Launch Day. Das heißt, neue Konsolen kommen rein. Vielleicht habt ihr also auch so einen Karton hier bekommen, hoffentlich mit Inhalt. Bei mir war auch was drin, ich hoffe, da war nichts mehr drin. Jedenfalls will ich euch ganz kurz erklären, wie ihr von eurer alten Konsole, also der Xbox One X oder Xbox One oder Xbox, wie hieß die alte digitale, habe ich vergessen, egal. Jedenfalls, wie ihr eure Spiele von der alten Konsole auf die neue bekommt. Ist ganz leicht, kommt einfach mit, ich zeig's euch. Es ist tatsächlich sehr einfach, eure Daten von einer Konsole auf die andere zu bekommen. Stellt sicher, dass beide Konsolen in einem Netzwerk sind. Am besten ihr verbindet eure Konsolen per Kabel, dann geht der Transfer der Daten am schnellsten über die Bühne. Es geht aber auch über WLAN, das dürfte allerdings etwas länger dauern. Diese Methode hier geht am allerschnellsten. Wenn ihr beide Konsolen im Netzwerk habt, dann schaltet zuerst eure alte Konsole ein. Drückt dort auf eurem Controller die Xbox-Taste. Anschließend geht ihr auf Profil und System. Dort wählt ihr die Einstellung. Schließlich geht ihr auf System und dort wählt ihr Sicherung und Übertragung. Als nächstes geht ihr auf Netzwerkübertragung und geht auf Zulassen. Jetzt lasst ihr eure Konsole einfach an und wechselt auf die Xbox Series X oder S. Auf der neuen Konsole macht ihr eigentlich genau dasselbe. Ihr drückt also wieder auf die Xbox-Taste eures neuen Controllers, wählt Profil und System, geht auf Einstellungen, wieder auf System, dort auf Sicherung und Übertragung und geht auf Netzwerkübertragung. Jetzt müsst ihr die Netzwerkübertragung zulassen, um die Xbox im Netzwerk angezeigt zu bekommen. Nun müsst ihr nur noch auf die Xbox klicken und schon landet ihr auf der Spieleauswahl. Ihr könnt jetzt ganz beliebig die Spiele auswählen, die ihr auf die neue Konsole übertragen wollt. Achtet dabei, nicht die Festplattenkapazität der neuen Konsole zu überschreiten. Nachdem ihr die Spiele ausgewählt habt, geht ihr einfach rechts auf Kopieren und schon wird der Kopiervorgang eingeleitet. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, eure Spiele von der alten Konsole auf die neue zu bekommen, und zwar über eine externe Harddrive. Wenn ihr also eine alte Festplatte dran hattet auf der alten Konsole, dann einfach die an die neue anstöpseln und eure Spiele rüber kopieren. Falls ihr noch Spiele auf der alten Festplatte habt, also auf der externen Festplatte, dann ist es empfehlenswert, die Spiele, die ihr wirklich noch spielen wollt, auf die SSD der Xbox Series X oder S zu kopieren, denn es ist viel schneller alles. Die Ladezeiten und so weiter, ihr habt es in anderen Videos schon gesehen, muss ich euch wahrscheinlich nicht nochmal erzählen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wäre cool, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und vielleicht auch eine Subscription. Würde meinem Kanal echt gut helfen. Von daher, vielen Dank dafür und dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Ned. Tschö.